Leif-Mattbiergerinnen, Leif-Mattbierger von der Gemengmämmer. Wir feiern dieses Jahr einen ganz speziellen Nationalfeiertag. Kein Friedefeier an der Stadt, kein Militärparad, keine Zeremonie an der Philharmonie und auch kein Te Deum an der Kathedrale. Aber zu Mämmer ist es eigentlich ähnlich. Kein Te Deum an den drei Ortschaften Holzem, Kerb und Mämmer. Kein Friedefeier und vor allem kein Fête populaire. Nun, das ist nun eben mal das Jahr so, und wir haben das zu akzeptieren. Wir haben eine Krise sind da drei Monate, ein Nationalfeiertag ist auch gewissermaßen ein Neustart. Ein Neustart für unsere Ökonomie, ein Neustart für Zusammenleben. Und da braucht man auf Nationalfeiertag auch die gewinnten Werte, die wir schon zu lange an unserem Land sind da dem Nordkrieg kennen. Werte von Demokratie. Werte von Freiheit. Gerade Freiheit, die haben wir die letzten drei Monate gespürt, wenn sie angeschränkt ist. Und dafür muss man sie rumkriegen. Und vor allem Solidarität. Solidarität am Zusammenleben zwischen Lützebäuer und Nicht-Lützebäuer. Solidarität am Zusammenleben zwischen Menschen von verschiedenen Nationalitäten, zwischen Menschen mit verschiedenen Hautfarben, zwischen Menschen, die von überall aus der Welt auf Lützeburg kommen. Das ist eine Aufgabe. An der sollen wir alle Guten geschlossen an der Lützeburger Politik, an der Lützeburger Wirtschaft nachkommen. An Nationalfeiertag ist aber auch das Fest von unserer Monarchie. Eine Monarchie, die ein ganz spezielles Event am Anfang mehr gekannt hat, mit der Geburt von dem Prinz Charles. Aber auch die Monarchie, als Dynastie, der Grand Duc, sollen mit aller Feinheit, mit viel Fangerspitzengefühl als Land durch die Krise und durch den nächsten Abbau feiern. Dafür, vive als Grand Duc, vive als Land und auch vive Gemengmann. Einen schönen guten Abend. Für das wir ein ausfeierliches Unterhaltungsprogramm vom Nationalfeiertag weisen, lohnt noch eine kleine Reportage über die Arbeiten beim Eisenbahntunnel zu machen. Ob der Eisenbahnstrecke Lützburg-Erl-Bresel geht geschafft. Und das zu machen beim Tunnel. Arbeiten, die sich über ein Jahr strecken. Mehr dazu vom Bautechefen Roger Negri. Hanna, da ist gesehen, dass die Eisenbahnstrecke zwischen Lützeburg und Erl Richtung Bresel, die den 15. September 1859 in Betrieb geholgen ist, das sind ziemlich genau 160 Jahre. Den Tunnel, den der Hanna da ist gesehen, den muss noch dringend erneuert gehen. Da wären schon ein bisschen Stabilitätsprobleme, da sind Stängel ausgefallen. Die Eisenbahn hat schon nicht so gespannt, für das kein Mensch da geschieht. Der Nachteil von dem Tunnel ist auch, dass sie nicht breit genug ist, könnte man alles in ein Auto lassen, sie kein Trott wären da. Und das kann alles verbessern durch eine Brücke von einer Länge von 16 Meter, woher nur eine Netto-Länge bleibt von 12 Meter mit jeweils Trottwaren von jeweils 3 Meter für Velo und Fußgänger, das also einen Quantensprung auf dieser Platz für die Mobilität bedeutet. Die Arbeiten hier im Tunnel von der Eisenbahn die werden rund in diesem Jahr dauern, bis das fertig ist. Und das bedeutet für die Strecke zwischen Mämmer Richtung Dippisch, durch den Mämmerbüsch oder Deutschland, wie wir hier zu Mämmer sagen. Besonders die Arrangemente für die Anrainer, die hier an der Straße wohnen, hier in Hanadais, aber auch für die zwei Bauernbetriebe mit dem Aussiedlerhof.
die dann aber ein bisschen derangiert sind, immer die großen Tür müssen machen und teilweise dann auch müssen die Teppiche von der Reisebahn müssen dann zusammen mit den Leuten auch teilweise Teltäer benutzen. Und da vergibt man die Leute alle gut, die Bieden ein bisschen auf den anderen aufzupassen, dass nichts geschieht. In dem Sinne hoffen wir, dass wir die Chance hier gut über die Bühne kriegen. An der Lauf weisen wir ein paar Ausschnitte von vergangenen Volksfesten heute zu Mama vom Nationalfeiertag. Und dann noch ein paar Ausschnitte von Open-Air-Konzerten, die früher immer am Schlosshof gewesen gaufen. Viel Spaß!
It's a kind of magic. It's a kind of magic. Oh, man.
mesdames et messieurs. Good evening, ladies and gentlemen. Welcome to our show. Die Musical on Stage Company begrüßt Sie recht herzlich hier zum 5. Open Air Festival in Marmar. Heute Abend erwarten Sie Highlights aus den unterschiedlichsten Musicals. Ja, Musicals, die können sein klassisch, rockig oder poppig. Oder dramatisch oder romantisch und auch witzig. Thank you.
Und das war die Emission anlässlich dem Nationalfeiertag 2020. MAH-TV könnt ihr noch ein Jahr führen der große Vakanz, und zwar den 10. Juli. Ich so eine große Merci für's Nachgucken und bis ganz geschwind.